Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Joa, ne? Wir stehen hier in der Höhle. Ich hätte auch nochmal Bock, so einem Pokémon zu begegnen, das Explosion nutzt, um nicht gefangen zu werden. Ist wahrscheinlich sehr selten. Der Brokkolos. Vom Typ Gestein verstärkt, ist schon mal gut. Respawn solche Dinge oder sind die einfach da? Also viel Glück werden wir jetzt eh nicht haben. Sind wir wieder ganz nach unten gefahren. Dann fahren wir gleich einfach wieder ganz hoch. Wenn wir einem begegnen, wunderbar. Wenn wir einem nicht begegnen, so be it. Ja, hallo. Ach, Chanera, du musst echt durch eine Menge durch. Ach, die EP sind so gut. War ich hier nochmal so eine extra Runde? Den anderen Drachen haben wir auch nicht wieder gesehen, ne? Hier so die etwas selteren Boys. Selteneren Boys, nicht selteren. Wir bleiben mal deutsch. So, ich habe gehört, hier gibt's ein Chanera. Ich habe gehört, hier gibt's sowas wie Panzerons. Stimmt auch selten. Hätten wir mal fangen sollen in der letzten Folge. Die ich jetzt mal direkt am Stück aufnehme. Das heißt, es ist sehr spät. Ich muss morgen arbeiten. Allerdings Spätschicht. So, entspannte Level 64 ist der Kuma. Uzasa 71. Was ist das nächste Panzerin? Na komm her, Panzerin, ne? Willkommen. Na, richtig so. Panzereron oder Panzeron. Ich weiß ja nicht, ob das sehr effektiv ist gegen Stahl. Was ist denn Metall-Sound? Wie klingt Metall? Was müsste man sich jetzt fragen an dieser Stelle? So, als würde man fragen, wie klingt Holz? Kann man höchstens noch denken, wie es klingt, wenn man drauf klopft? Metall klingt sehr metallig. Ist aber auch Metal Sound, ne? Das kann natürlich auch sein. Ist nur falsch geschrieben. So, Panzeron gibt okayische EP. Haben wir allerdings noch nicht, von daher nehmen wir. So, Flugstahl-Pokémon. Stahl und Flug. Seine Spitzenfedern sind schärfer als jedes Schwert. Es liefert sich erbitterte Revierkämpfe mit Kramor. War nochmal Kramor. Ach so. Kramer, my boy. Soli, ey. Wer war Kramer? Wo bist du denn? Ein Linfu. Die Vorentwicklung. Du sollst dich gar nicht drauf ankommen, hier mein Pokémon alle zu machen. Ich habe sowas erwartet. Meine Antwort darauf ist nein.
Sogar auch sehr effektiv. Warum? Was ist das für eine Attacke, dass sie sehr effektiv ist? Das ist zum Glück nicht sehr effektiv. Na, Toxin? Leute, was hättet ihr von Toxin? Brauche ich wirklich ein Pokémon mit Schläfern und Gift? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Gift bringt überhaupt nichts. Es reicht, wenn ein Pokémon einschläfern könnte. Das kann man vielleicht sogar eventuell beibringen. Dann könnte man nämlich Hudsasa austauschen gegen dieses interessante Pflanzen-Pokémon von letztes Mal. Oh, Linfu ist ein Kampf-Pokémon. Ein gut trainiertes Linfu kann in einer Minute über 100 Schläge ausführen. Ab in die Box, Linfu. Welches war denn das eigentlich, dieses interessante Pflanzen-Pokémon? Ach, dich vermisse ich, Quatermack. Du warst my boy. Dich habe ich gefühlt. War hier, ne? War das Dressella? Ich glaube schon, ne? Haben wir eine TM? Haben wir echt nichts, was einschläfert? Laubklinge klingt an sich gut, ne? Das ist TP, keine TM. Das heißt, hier haben wir immer? Mir halt nicht sicher. Okay. Gegen große bestimmt gut. Ne, haben leider nichts zum Einschläfern. Könnte es aber vielleicht noch lernen, man weiß ja nicht. So, wir schauen mal weiter. Ein Mullunk. Sieht voll cool aus. Mullunk gefällt mir voll gut. Psycho ist effektiv. Ja, Wolverock, du darfst auch mal kämpfen, gönn dir. Na klar, kriegen wir ein Toxin ab und es geht Insta rein. Aber ein Gift-Pokémon. Jetzt hab noch eine Einschläfer-Attacke, ey, und du löst Hudsasa aber sowas von ab. Du siehst nämlich voll cool aus, Diggi. Alter. Nicht egal, ob was ich wechsle. Mir ist keiner effektiv gegen den. Das macht ihn nur umso interessanter für mich. Was ist das für ein Pokémon? Den haben wir schon? Oh, Gift und Feuer. Na hallo. Wirft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Ziels sind. Hängt dessen KP auf die Höhe der KP des Anwenders. Okay.
Toxin. Feuer. Giftfalle. Ich überlege gerade, ob wir den mitnehmen statt diese Feuerschildkröte. Ich schicke ihn mal erstmal in die Box und dann brainstormen wir. Quuddel, Quaddel, Quuddel. Du bist rein Feuer, ne? Aber ich weiß nicht. Feuer und Gift, ja. Ist halt... Na, ihr wisst, wie ich fühle. Ich würde gerne etwas mitnehmen, was wir nicht im normalen Spiel gefunden haben. Das fände ich schön. Wozu hast du auch mal voll gemacht? Damit er mal wieder einschläfern kann. Vergiften bringt's ja nicht. Ganz viele Panzerons, Pinsir, die spawnen der NPCs. Da können wir wieder Ausblick genießen. Wir verstehen uns blendend. Blonde Maw. Blubidi blub. Easy peasy durchgedüst. Ein Kiesling. Haben wir eh schon. Schädelwürmer haut nicht so rein, ne? Sogar einen blöden Effekt eigentlich. Na komm, weg mit dir. Wollte ihn eigentlich fangen, aber... Mit dieser Bruchrüstung als Effekt, das... ist nicht so der Burner. Müsste sich Kadabra nicht auch irgendwie mal entwickeln? Die scheinbar alle. Fangen wir halt den Kack. Da habe ich immer diese Flashbacks an diese Schlange, die wir mal gefangen haben, dieses Schlangen-Pokémon. Boah, war das nervig. Das ist einfach nicht im Pokéball geblieben. So, da Kuma schon Level 65, wenn ich supi. Muss aber auch irgendwas Seltenes spawnen. Was seid ihr? Dartiri. Kommt mir bekannt vor. Haben wir den schon gefangen? Haben wir den schon gefangen? Nee.
Aber welchen Pokémon geben wir mal Schaden? Am besten eins, das wir ähnlich benutzen wie Quirtle. Und dann fangen wir dich. Ich muss halt immer an Kramor denken. Weißt du, das war auch nur ein blöder kleiner Vogel. Daraus ist quasi mein neues Pokémon, Lieblings-Pokémon, herausgekommen. Wie der Phönix aus der Asche. Das ist irgendwie leise, oder? Ich glaube, ich kann hier mal ein bisschen aufdrehen. So, Datiri ist normal und flug. Sein wunderschönes Zwitschern ist in Wirklichkeit eine Warnung. Wer in sein Revier eindringt, wird gnadenlos von ihm gepiekt. Gepickt. Eiskalt. Eiskalt, dieses Pokémon. Ach, Panzeron. Oh Gott, oh cool, was ist denn da groß gespawnt? Panzeron. Panzeron, warum? Einmal Nougat. Muskelband. Versteckt physische Attacken. Muskelband, hallo. So, du kommst mit. Och nö. Ein Linfu. Bevor es in die Luft steigt, baller ich ihn aus dem Leben hier, Linfu. Das ist Kampf. Du Lappen. Hi. Nicht würdig, nicht würdig, nicht würdig. Next Strike. Das Pokémon, das von dieser Attacke getroffen wird, erleidet starke Schmerzen und kann deswegen 2 Runden lang keine Lärmattacken mehr einsetzen. Okay. Okay. Interesting. Nicht. Hört Schluck auf. Pinsir. Wusch, düst er wieder los. Bleh. Das. Okay, okay, okay. Skorpion kennen wir, haben wir. Ich muss noch einmal durchfahren, wegen, ihr wisst schon, aber dann nehme ich euch jetzt nicht mit, außer ich find's. Also mal kurz pausieren. Oh, falscher Screen. Ups. Auf falscher Screen. So. Wir haben noch mal einen Chadrago gefunden. Dann würde ich doch mal sagen, und mit dem erstmal einen Nahkampf ins Gesicht. Bitte one-hitte mich nicht. Sehr gut gemacht. Sehr gut, haben wir nochmal einen Chadrago gefangen. Duppi duppi. Kommst ebenso in die Box. Ich würde gerne den anderen nochmal sehen, ne? Zu gerne. Besser. Okay, warte, warte, warte. Wir müssen ihn einfach insta einschläfern, damit er nicht explodiert.
War schon mal gut. Wir versuchen es erstmal mit einem Hyperball. Dann Dunkelball. Nein. Nein. Okay. Bitte nicht eskalieren, Brody. Möchte ich echt fangen. Nicht explodieren. Aber. Schlafst du nochmal ein Rindchen? Aber. So, Finsterball. Yes! Brokkon, was denn unser Team? Mm. Hat Turtok glatt Level up vor Schreck, genau wie Wolverock. So, Brokkolos gefangen ist ein Gesteins-Pokémon. Aufgrund seiner Stärke arbeitet es zusammen mit Menschen und Patin Raja öfter mal als Aushilfe auf Baustellen oder in Bergwerken. Haben wir den Bericht bitte? Felswurf, Sandsturm, Steinkante, Explosion. Steintechnisch irgendwie cooler als unser Gestein-Pokémon, oder? Ich nehme es mir erstmal nicht mit. Erstmal. Gut, jetzt bin ich hier drin eigentlich zufrieden. Können wir wieder gehen. Ein Schlupf. Da gab es einen Scharnierer. Schon gefreut. Okay. Die Ecke haben wir uns ganz gut angeguckt, behaupte ich. Komm her, Takuma, mein Boy. Geh weg. Oh, ist gerade Tag im Spiel. Scharnierer findet man vermutlich eher nachts, ne? Ingner. Oh Gott, angeln. Das ist auch ein Krabbenviech. Ist da irgendwas, was wir noch nicht haben? Picuda. Haben wir schon. Dann Nahkampf. Dann. Dann haben wir die Ecke nämlich auch so ein bisschen erkundet. Was natürlich optimalst ist. Klingt gut. Barakiefer. Haben wir noch nicht, aber kennen wir. Gibt es den Tauchball hier? Let's go. Oh, nicht erschrecken. Kurz Vollbild weg war. So. Ist ein Spieß-Pokémon. Wasser. Sein Kiefer ist spitz wie ein Speer und hart wie Stahl. Außerdem soll Barakiefer überraschend deliziös sein.
Das ist aber echt makaber. Ich sag ja, Pokémon in echt wäre ein Slaughterfest. Aber so komplett. Wir würden Pokémon... Da will man gar nicht drüber nachdenken. Weiblich attraktive Pokémon würden... Ne? Ihr wisst schon. Da will man gar nicht drüber nachdenken. Was die echte Menschheit mit Pokémon tun würde. Ein Urgel. Alles nicht sehr effektiv. Dann gibt's mal Nahkampf. Das konnte man sich leider denken, dass der viel Schaden machen wird. Wenn ich ihm keinen Schaden mache, ist die Chance, dass er mir Schaden macht, recht hoch. Ich habe sowas vermutet. Ripp, mein Freund. So, nächstes Pokémon rufen. Wir schläfern den einfach ein und fangen ihn. Oh, wollte ich gar nicht. Was? Toxin trifft einen Gegner? So, wir haben Urgel gefangen, der unseren kleinen Boy weggeklatscht hat. Mit seinem scheiß Fruchtler. So, Schling-Pokémon. Es ist so stark, dass es seinen Gegner mit einem Angriff vernichten könnte, aber es zerstreut, wie es ist. Aber zerstreut, wie es ist, vergisst es öfters, wen es gerade bekämpft. Ja, so sieht's auch aus. Ab in die Box mit dir. Du hast meinem kleinen Boy wehgetan, das ist echt scheiße. Muss ich jetzt nämlich einen Beleber für benutzen, ja genau. Du blödes Viech, du. Schon wieder der letzte. Beleber sind echt teuer. Und so viel Geld habe ich gar nicht, wie ich gerne hätte. Ja, da guck mal, kriegst ein bisschen Eisen. Ich radel rein theoretisch in die falsche Richtung. Ah ne, einen Wald wollte ich ja. In der Hoffnung auf ein paar Chaneras zu treffen. Nee. Richtig wegklatschen, Pikachu. Pikachu überlebt nie im Leben einen Nahkampf. Sag ich ja. Pikachu ist zu wack. Hauptsache es paralysiert mich nochmal. Biga, biga. Gut, Sasa schon Level 72 läuft. Wahrer Heiler. Da ist wieder ein Pika Pika. Das reicht. Nehme ich. Oh, aber
Ein Emolga, ist das nicht süß? Gott, ist das süß. Gott, ist das süß. Werf mal einen Flottball. Vielleicht haben wir ja Glück und müssen gar nicht hart rumkämpfen. Okay. Nehme ich. Was bist du denn für ein süßes Ding? Hat einfach zufällig in der Luft gesehen. Flughörnchen-Pokémon, Elektro und Flug. Emolga fliegt anmutig durch die Lüfte und lädt dabei Strom. Es ist zwar niedlich, kann aber auch für viel Ärger sorgen. Zeig mal einen Bericht. Ist vielleicht ein netter Pikachu-Ersatz? Psycho und Elektro. Du bist aber kein Psycho-Pokémon. Lasch. Wir haben gerade kein Elektro-Pokémon mehr im Team, ne? Wir haben Kampf, Wasser. Psycho. Das sind Naturzeugs. Gestein und Feuer. Gestein brauchen wir nicht zwingend. Aber ich finde ihn cool. Kadabra kann rein theoretisch weg, aber ich will, dass er sich entwickelt. Du kommst auch erstmal in die Box. Wir können ihr Team immer noch überarbeiten, ne? Es läuft hier nicht weg. Welche Richtung wollte ich gerade? Waren wir hier noch nicht? Noch nicht du. Wenn ich gegen dich kämpfen, geh weg. Bin nur die Wechselhülle. So ein Cup. Angela. Chanera. Man kann doch bestimmt auch auf den Hytera treffen, oder? Safe. Die EP sind aber zu gut. Item zum Tragen. Schadet dem Träger in jeder Runde, kann aber an Angreifern heften bleiben, die ihn berühren. Ja, kann. Muss aber nicht. Okay, so selten sind die wohl nicht. Das war so klar. Für den Raffel. Wir sind auch schon wieder bei 34 Minuten, ne? Und ich habe ja gesagt, wir gehen in dieser Aufnahme zum Dojo. Ich wollte die Folge eigentlich kürzer halten. Sind wir aber doch schon wieder so weit in der Folge drin. Aprikot Schwarz ist leider weg. Hier waren wir, ne? Ja. Ich frag mich, hier waren wir doch eigentlich schon, oder? Der Dude kommt doch wieder, oder? Irgendwas ist hier noch nicht koscher da. Also das Zeug safe, das habe ich jetzt schon gemerkt. So, Strunt. Was bist du denn? Als Surelei, Kyolei. So, ich weiß nichts über dich. Ich hoffe, du bist kein normales Pokémon. Nein.
Aber ich krieg jetzt richtig einen mit. So, dann einmal den Hyperball. Nicht. Oh je. Uzasa. Er lebt noch. Was will man mehr? 4 AP besser als 0. Ja, gegen mich ist das nicht sehr effektiv, Boy. Immer noch nicht. So, Kyurelei wurde gefangen. Ist eine Fee. Mit seiner Ranke pflückt es Blumen und schmückt dann seinen Körper mit ihnen. Aus irgendeinem Grund verwelken diese nie. Puh. Gericht kann sie mir trotzdem mal zeigen. Knuddler, Lockduft, Blättertanz, Grasfeld. Okay. Okay. Hachi? Glitzer, Glitzer. Okay, der Strand war weniger interessant. Ich glaube, ich habe nicht alles davon. Hatten wir dich? Hatte ich Starmi gefangen? Ich glaube, Sterni und Starmi hatte ich gefangen, ne? Ja. Ja, dann komm weg hier. Wie gescheitert. So, ich hab Bock, das Stabi Platz zu machen. Hätte ich auswechseln müssen, ist viel zu anstrengend. Moin. Ein Mopiko. Haben wir sogar schon. Und das ist sehr effektiv. Überlebt er bestimmt. Nicht. Aber Level up, ist so schön. Geht es schon auf Level 70 zu. Wir haben jetzt schon wieder nach einem Raid, quasi. So, ich würde jetzt nochmal schnell zum Dojo wollen. Mal den Enel herausfordern. Bitte greif mich nicht an, Enel. Aua. Ja, scheiße, ne? Das haut nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Darf ich schon wieder auswechseln? Klar, ne? Der Enel ist einfach so drauf, 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 drauf. Einfach richtig aggro.
Vielleicht können wir den ja fangen. Kann halt nicht. Weg mit dir. 41 Minuten. Ich glaube, ich kann mein Versprechen nicht halten und wir gehen diese Runde nicht mehr ins Dojo. Ist einfach zu viel Zeit schon wieder verstrichen. Wir können noch zum Dojo, aber ins Dojo ist, glaube ich, die Zeit mittlerweile vorbei. So, da habe ich aber da in die Pedale getreten. Panera-EP nehmen wir natürlich noch mit. Aber Takuma ist ja der Star der Rüstungsinsel rein theoretisch, ne? Oh. Als Chanera angreift, ist glaube ich sogar sehr unrealistisch. Never mind. Geht doch. Power Punch. Eine Attacke, die 2 Runden dauert. Kann man machen, wenn jemand eingeschläfert ist oder so. Na, Level Up, Entwicklung Kadabra? Nee. Kein Lust. Habe ich Magnetilus schon gefangen gehabt? Nur fürs Protokoll. Nö. Hatte ich nicht. Warum nicht? Naja, mach du mal Lichtschild. Na easy, Magnetilo gefangen. Hatten wir noch nicht, nehmen wir mit. So, Magnet-Pokémon, Elektro und Stahl. Manchmal geht die Elektrizität in seinem Körper zur Neige, woraufhin es zu Boden fällt. Eine Batterie bringt es wieder in Bewegung. Nehmen wir eine an. Manchmal ist einfach Flasche leer. Oh, da ist ein Enel. Im Wasser sind wieder Viecher unterwegs. Haben wir doch auch schon wieder noch nicht, oder? Kastellit. Wieso waren wir hier noch nicht? Ja, macht keinen Sinn mehr. Ich kann ihn nicht mehr benutzen. Gerade. Weil er keine AP hat. Sehr schick. Mach mal ein Nickerchen, Kumpel. So, das hier geht auch sicher als Höhle durch, oder? Hört man einen Schluck trinken? Na, geht doch. So. Felshaus-Pokémon, Käfer und Gestein. Dieses Pokémon mag trockene Gebiete und verkriecht sich bei Regen unter seinem Felsen. Es zeigt stark ausgeprägtes Territorialverhalten. Aber Käfer und Gestein kann, glaube ich, echt gut sein. Käferattacken sind gegen manche Pokémon ja richtig effektiv. Tja, Bud.
Du kannst mir gern weiter hinterherlaufen, aber ich werde dich dann auswechseln müssen. Ach, wir zelten sowieso bald. Jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Ah. Gerade noch weggekommen, der Sack. Hallo. Tektas. Haben wir zwar schon, aber fange ich gern wieder. Na, Flottball? Bleibst du natürlich direkt drin und wirst mir da Kuma nicht umhauen, oder? Puh. Sollte Lotto spielen. Auch so ein Pokémon, das so geil aussieht, ne? So, noch 6 in der Tapferkeitshöhle. Das hier ist also die Tapferkeitshöhle. Das ist also wieder ein richtiger Ort. Ich sehe mal zu, dass ich hier rauskomme. Tapferkeitshöhle ist einfach hier auf dem großen Gebiet. Definitiv findbar. Da ist noch ein Pokéball, den holen wir noch. Elektroball. Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dies an geballte Ladung, die Strom, piu piu. Sollen wir mal auf die Karte gucken. Orte haben wir ja schon entdeckt. Mr. Buddel. Aufwärmtunnel. Wüstensenke. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Pfad der Prüfung. Kämpfergrotte. Balsamsumpf, Fußgefilde, Tapferkeitshöhle. Da sind wir gerade. Also recht nah eigentlich vom Fußgefilde. Können wir mal mit sie verkauft Beeren. Da würde ich 5 von nehmen, danke. Habe ich doch bestimmt mal was zu verkaufen, oder? Ach, kann ich bei ihr gar nicht. Okay. Du bist gar nicht der. Hm. Wo war denn der mit seinen Diktas? Fünf Wunschbrocken habe ich. Ich glaube, wir machen mal eine reine Raid-Folge. Echt jetzt? Den habe ich nicht gefunden. Im Sound zerklang das alles sehr viel größer. Ach, du bist. Alles klar. 25 weitere Diktas sind dank deiner Hilfe zu mir zurückgekehrt. Du hast bisher 26 meiner Diktas gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 125. Ah, damit wären wir bei mindestens 5 Diktar. Mit anderen Worten, Zeit für eine Belohnung. Hier mit diesem Pokémon möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Dieses Pokémon habe ich auch in Alola getroffen. So wie mein Diktar. Ein Alola Mauzi, alles klar. Nein. Box. Tschüss. Ich möchte mich ordentlich bei dir bedanken, sobald 10 Diktar wieder bei mir sind. Habe ich. Ein Alola Fleckmon, wie sieht denn das aus? Ganz normal, okay. Kingstein. Na, behalt mal. Die haben wir auch. Ein Alola Vulpix. Das ist auch sexy. So ein Alola Vulpix, ne? Hot. So 30 haben wir leider noch nicht.
Und die Folge ist wirklich schon wieder lang genug. Zeig mir. Was denn? Muss eigentlich immer ein Hint sein, dass man dies gerade finden kann. Wenn man Bock hat zu suchen. Aber du bist doch Alola, oder nicht? Naja, gut. Ich schwimme wieder rüber. Ich düse wieder rüber zum Dojo. Nebenbei nehmen wir noch ein paar Diktas mit. Wir müssen jetzt bei 28 sein, ne? Zwei Diktas noch und es gibt die nächste Belohnung. Pummelo! Aber haben wir doch schon, oder? Ein Pummelo. Ja. Oder ein Eisenschädel. Wieder 51 Minuten. Ich muss echt versuchen, die Folgen kürzer zu halten. This is way too long. Vielleicht habe ich hier auch irgendwo einen Diktor übersehen. Den gucke ich gerade nochmal in schön langsam. Dürfen wir bei 29 sein? Eins noch. Ja komm, ein Diktor kriegen wir ja wohl noch hin. Und Wasser nicht. Diktas sollten sich in der Regel nicht im Wasser verstecken. Will sich im Strand verstecken? Nee, ne? Was du denn? Ah, oh Mann, ich muss ihn wegbewegen, ne? Was ist das X? Das Item bewegen. Ziel und das Pokémon bewegen. Heilen. Agrostella. Kennen wir aber, ne? Haben wir, glaube ich, sogar. Haben wir die nicht mehr im Team gehabt? Sogar? Aktiv? Le Hyperball. Nach was? Bleib dort drin. Ja, es will halt auch vergiften. An sich sympathisch. Deswegen hatten wir ihn wohl mal im Team. Glaube ich zumindest. Habe ich irgendwie so im Kopf. Dies und deswegen macht man Let's Plays. Ich weiß es halt nicht mehr. Irgendwann kann ich mir mein Let's Play angucken als Let's Play tatsächlich und ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Das ist Genius. So, Agrostella. Agrostella, Ella, die Agrostella.
Bericht, bitte. Gift und Wasser. Naja, gut. Ich suche eigentlich nur Dick das. Und da ist auch schon einer. Eigentlich dürften wir jetzt wieder eine Belohnung kriegen, tatsächlich. Was ist denn für ein Geräusch da im Wasser? Ploch. Lass mich in Ruhe, ich such Dick das. Ja, einen Baum vielleicht? Nee. Gut, dann holen wir uns nochmal eine Belohnung ab für die Diktas. Und dann ist die Folge zu Ende und in der nächsten Folge gehen wir wirklich ins Dojo. Wir stehen dann auch schon direkt davor. Ich werde einmal ohne euch campen. Und dann beginnt die nächste Folge quasi. Oh, jetzt bin ich schon wieder an dem vorbeigedüst. Daher kann ich hier schon mal Pokémon switchen. Mein Dakuma-Boy kann mir wieder folgen. Sandan. Einen weißen Sandan kriegen wir jetzt. Schick, schick. In die Box, bitte. So, jetzt brauchen wir 40. Das wird einen Moment dauern. Dann stürze ich mich gleich gewagt ins Camping. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, gehen wir dann ins Dojo rein und quatschen wir mal mit dem Boy, dass wir das gemacht haben. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Schwert. Bis dahin, tschüss.